Moin und herzlich willkommen hier zurück bei uns auf der Landersom, hier im Münsterland auf Hof Bertels in dem 939 Fendt, dem großen Schlachtschiff hier von Hof Bertels. Herrlich ist es und es macht richtig Spaß. Das letzte Video, wir waren hier auch, glaube ich, auf der gleichen Fläche, ja, mit der Scheibenegge unterwegs. Mittlerweile sind alle Flächen mit dem Stoppelsturz durch. Das hat ein bisschen gekostet, ist aber auch nicht so wild. Jetzt geht's weiter und der Acker wird richtig schwatt gemacht. Hier jetzt mit dem Köckerling, nicht der Rebell, sondern den Vektor diesmal dabei. 6 Meter Arbeitsbreite, APV-Streuer obendrauf haben wir jetzt natürlich nicht aktiv, sondern hier wird Getreide gedrillt. Ich ziehe hier jetzt noch meine Bahn. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titelbild entnehmen können. Wir sind heute ja aktiv für die Nachbarn oder mit den Nachbarn im Einsatz, werden gleich mit dem Klaas Trion dann zu Hof Möllering übersetzen. Da steht jetzt die Körnermaisernte an. Wir hatten ja schon eine große Aktion, hatten es auch als Event bei uns im Discord angekündigt. Den Einladungslink, den findet ihr unten im Video, also in der Beschreibung. Waren da auf jeden Fall einige Stunden, ungefähr mit 30 Hektar Körnermais für den Hof, also für unseren Hof, für Bertels unterwegs. Haben da zum Teil Silomais, den wir noch haben abstehen lassen, von Hof Hessling und Leifke abgekauft. Den haben wir da weggeknabbert. Dann unsere eigenen Flächen. Und insgesamt waren es, glaube ich, so 30 Hektar. Ja, alles dann eben mit der Mühle abfällt. Dann als CCM gemahlen zu uns an den Hof gefahren und dann ins Silo einsiliert. Joki hat da ein riesen Silo gemacht. Oder ein schickes Silo auf jeden Fall gemacht. Das sieht tipptopp aus. Kannst du im Bilderbuch von verkaufen. Herrlich. Ja, und jetzt steht natürlich, oder stehen die Flächen noch für Hof Möllering an. Auch die sind angewiesen auf CCM-Ernte für ihre Schweine. Die haben allerdings noch ein bisschen Puffer, beziehungsweise genügend Futter. Bei uns ist es jetzt heute so gewesen, ich habe von den Ställen so ein bisschen das Schweinefutter schon ein bisschen umgefahren, ein bisschen umverteilt. Ich musste an Hof Werning runterfahren. Da sind unsere dreimonatigen, die ein bisschen hungrig waren und nicht mehr ganz so viel Schweinefutter da hatten, sodass wir da was hingefahren haben. Und haben dann aber auch noch zusammen eine Entscheidung getroffen, dass wir uns Schweinefutter auch jetzt von der Dolka zukaufen können und liefern lassen können. Und auch das mussten wir machen, weil es eben sein könnte, wir haben die CCM-Ernte jetzt zwar durch, aber das muss ja jetzt noch diesen Monat durchgären. Und die Schweine haben natürlich Hunger. Und wenn es da zum Engpass kommen sollte, dann könnten wir eben gegebenenfalls von der Dolka das Schweinefutter dazu kaufen. Ja, das erstmal dazu. Jetzt hier eben grubbern. Dann geht es mit der Aussaat weiter. Und das ist im Prinzip auch der Endspurt in diesem Jahr. Dann im Winter können wir natürlich noch solche Aufgaben machen wie unser Strohlager wegverkaufen. Da wollen wir dann natürlich auch noch mal ein bisschen was von zeigen. Aber ansonsten jetzt erstmal Endspurt. Passt auch sehr gut, die Synchro kommt, die Leute kommen ran. CCM-Ernte steht auf dem Programm. Wir sehen uns gleich. Ich setze mit dem Klaas Trion rüber zur Fläche, zu Hof Möllering. Und dann sehen wir uns spätestens im Körnermais wieder. Bis dahin lasse ich doch die Drohne mal ein bisschen für euch fliegen. Viel Spaß mit dem Video und lasst gerne einen Daumen und das Abo da. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Erstmal viel Spaß, Abfahrt!
So, und damit herzlich willkommen zurück hier, diesmal wie versprochen vom Drescher im Körnermais, und es geht richtig rund hier. Hier wird richtig weggeknabbert. Wir haben ja die erste Fläche schon fertig, die 211 war das, glaube ich, jetzt sind wir auf 218 rübergerutscht. Das geht richtig voran hier, ne? Also hier schafft man richtig Leistung. Ich glaube, ihr konntet auf jeden Fall schon das ein oder andere Bewegtbild sehen. Ich bin das ein oder andere Mal selber im Staunen gewesen. Sieht sehr, sehr geil gerade aus, wieder hier im Herbst. Hinten, wenn man jetzt mal guckt, diesig ist es geworden. Die Sonne scheint dadurch. Es blendet ein bisschen auch, wenn die Sonne so tief steht. Überladewagenfahrer ist hier unterwegs. Prezi da drinne. Moppel hat schon ausgeholfen. Ja, und Rickard und ich sind hier durchgängig am Dreschen und runterrupfen. Oh, guck mal, die drei da, die stehen da so alleine, die nehmen wir doch nochmal mit. Und nicht stehen lassen. Zack. Ja, und es ist echt extrem eingespielt schon hier. Ich hatte es ja damals noch im 19er von Prezi als Hinweis bekommen, als wir in Mecklenburg unterwegs waren, zum Thema Druschwege oder Fahrwege beim Drusch. Darum ging es eher, um halt möglichst effizient mit dem Drescher und mit dem Überladewagenfahrer, also dem Überladewagen, möglichst effizient viele Hektar zu schaffen. Da gibt es so ein paar Sachen, die man beachten kann, muss, sollte. Das ist gerade zum Beispiel, wenn man anschneiden ist und der erste Drescher dann zum Beispiel voll ist, dass der Überladewagenfahrer dann eben rechtzeitig schon hinterherfährt, den zweiten abbunkert. Der erste kann sich dann fallen lassen, der zweite kann quasi überholen und danach kann der erste in die zweite Spur gehen und kann dann eben auch abgebunkert werden. Solche Sachen, so dass der Drescher möglichst gar nicht oder nur wenig zum Stehen kommt. Und das gleiche gilt dann eben hier, so wie wir jetzt gerade fahren, dass man jeweils quasi Beete ansticht und der Drescherfahrer nur noch links rumfährt. Das heißt, ich fahre jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob Rickard schon wieder hinter mir ist, ich werde jetzt aber nur links rumfahren. Würde er jetzt hinter mir fahren, würde er dann eben genauso hinter mir fahren und dann eben links ins nächste Beet sozusagen rumsetzen, sodass man immer nur links, links, links im Kreis quasi fährt von Beet oder zwischen den Beeten. Und das hat den ganzen Vorteil, dass der Überladewagenfahrer dann eben die ganze Zeit, wenn er nicht gerade voll ist, quasi hier zwischen den Beeten stehen kann und auch nur im Kreis fährt und dann eben zwischen den Dreschern ja bestmöglichst rotieren kann, ne? Und da eben am besten auch im Blick hat, wann ist ein Drescher voll, wann geht die Randale an, sodass der immer gut den Status überwachen kann, wie da der aktuelle Status ist. Genau. Ja, hier sieht man die Geschichte. Der Überladewagen kommt von Familie oder Agrarservice Brinke halt. Das ist der umgebaute Taurus Fliegel. Die Stademühle ist von unserem Hof Bertels in Kombination mal gekauft worden mit Hof Möllering. Also das gehört uns beiden. Das ist halt einfach, wir nutzen das 50-50. Wir hatten jetzt dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen ein paar Hektar mehr Mais. Aber das rechnen wir dann nicht auseinander. So, 50% und der Drescher sagt Bescheid, wenn der Überladewagen, ja, da ist er auch schon wieder unterwegs. Jetzt habe ich hier nur noch das kurze Stück. Das heißt, den lasse ich jetzt eben noch vorbeiziehen und werde dann eben noch einmal umsetzen auf die lange Bahn. Da ist auf jeden Fall noch genug Platz. Dann kann der einfach gleich nur noch links abdrehen, runterhalten oder drunter fahren und dann kann ich schön abbunkern. So sind wir dann auch, glaube ich, ganz effizient und gut dabei. So, dann setzt man hier wieder über. Ja, was wir für eine Hektarleistung genau haben, das wäre jetzt vielleicht auch nochmal eine sehr interessante Zahl. Das könnte man vielleicht am Ende mit den Zeiten, die wir aufgeschrieben haben, auch nochmal resümieren. Ob das mit den echten Zahlen auch zusammenpasst, kann ich mir allerdings schwer vorstellen, aber man könnte auf jeden Fall mal vergleichen. So, und zack, den Tempomat hier wieder rein. Hebel auf dem Tisch, wie Prezi so schön sagt. Da muss auf jeden Fall Leistung kommen.
Ja, zu unseren eigenen Flächen, das hatte ich jetzt im letzten Video vergessen zu erwähnen, beziehungsweise nur die Aussicht gegeben, aber nicht erwähnt, wie unsere Erträge waren. Und da sind wir natürlich von Bodenart zu, also von Fläche zu Fläche, je nach Bodenart, unterschiedlich unterwegs gewesen, zwischen 10 Hektar und auf einer Fläche sogar über 20 Hektar, 20,57 war das auf der 73, da ist es, da ist richtig was los gewesen. Aber auch, wo ich gerade sehe, hier auf der 141, da haben wir auch 19,9 Tonnen pro Hektar geerntet, also da ist richtig was runtergekommen. So, Überladewagenfahrer dreht schon mal um. Ich fahre schon mal mein Rohr aus, dass er auf jeden Fall weiß, dass er dann gleich ran kann. 67%. Mal gucken, ob der da noch den letzten Meter zurücksetzt. Ansonsten, ja, sonst gleich auf dem Rückweg dann wieder runter. Dann weiß er auch Bescheid. Zack, da hängt der hinten dran bei Rickard. Er wird jetzt, glaube ich, sein Rohr gleich mal ausklappen. Und dann wird da übergeladen. Jetzt hier letzte Bahn. Ah, siehst du, aber hier habe ich jetzt die letzte Bahn auf der Länge hin. Und da würde ich tatsächlich dann jetzt davon abrücken, nur links rum zu fahren und deshalb hier jetzt rechts rum hier die letzte Bahn runterfahren. Und dann kann der Überladewagenfahrer ja auch schön rechts neben mich sich da rein fahren und drunter fahren. So, und weiterfahren. Bei 80% kriege ich hier gleich nochmal ein Signal und gleichzeitig gehen auch die Rundumleuchte an. Das findet ihr, oder beziehungsweise das ist möglich mit dem Combine Experience Add-on Skript. Das ist ganz cool für Drescher. Da kommt das hinzu, dass man Druschwerk, also das Schneidwerk und den Drescher selber separat voneinander einschalten kann. Aber die sind jetzt sogar angehalten beim Abbunkern, weil die Bahn wahrscheinlich so kurz war. Und er fährt jetzt, um effizienter zu fahren, schön langsam, fährt hinter mir jetzt einmal rüber und wird dann hier gleich auf der linken zur linken Seite bei mir einsetzen. Mal im Rückspiegel drunter gucken. Zweites Warnsignal kam hier, 82-83%, seht ihr jetzt hier auf dem Bildschirm schon. Zack, kommt er runter. Leuchtfeuer ist an. Kamera im Rohr auch aktiv. Und jetzt schön abbunkern. Er passt sich jetzt auch meiner Geschwindigkeit an. Meine Geschwindigkeit ist natürlich durch den Drescher gesteuert. Je nachdem, welchen Ertrag wir hier haben. Und der Ertrag, der verändert sich natürlich je nach Bodenart, die wir hier haben. Ich glaube, hier in der oberen Region haben wir besseren Boden. In der unteren Ecke, da gab es nochmal auch ein paar lehmige Teile. Da ging die Geschwindigkeit richtig runter, aber auch ein paar sandige Ecken hier. Auf der letzten Fläche, da ist es auch teilweise stark variiert. Ja, der weiß auf jeden Fall, was er tut, der Prezi. So, die letzten Kolben hier nochmal eben reinspeisen. Und dann wird angehalten. Das hat er auch im Blick. So, jetzt bin ich auch leer. Er fährt runter weg und dann kann ich auch das Rohr einklappen. Kann ich auch meinen Schneidwerk hier schon mal ausmachen. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt hier tatsächlich abziehen kann. Wir fahren jetzt noch mal vorsichtig mit hoch. Da dürften aber nicht mehr viele Kolben stehen. Wir gucken gerade mal zusammen auf die Karte, wo wir uns hier befinden. Die Straße hier nennt sich die Bergstraße. Ja, und tatsächlich, wir sind komplett fertig. Das heißt, wir können unser Zeug zusammenklappen und nach Hause fahren. Genau, vorher waren wir hier auf der 211, Hof Möllering ist hier, das heißt, das waren relativ hofnahe Flächen. Hof Hessling ist hier schon unterwegs mit dem 39 und dem Mulcher, das wird jetzt alles weggemulcht. Genau,
Und das war tatsächlich auch die letzte Fläche an Mais, die für Möllering zu fahren war. Wir haben allerdings noch eine Fläche oder zwei Flächen, die wir noch im nächsten Monat fahren. Die ist ein bisschen später reingekommen, deshalb muss das noch ein bisschen abtrocknen. Das ist zum einen die 65. Wo haben sie hier? Die 65 und die 58 müsste es sein. Genau. Das sind noch die beiden Flächen, die da noch dazukommen. Da wollen wir mal gucken, was wir da an Ertrag haben. Das ist jetzt nicht mehr die Welt, 65 und 58. Ja, das machen wir in einem schönen Abend. Programm fertig. So, mal eben hier zusammenklappen. Und dann auch das Gebiss schön zusammenfahren. Dann können wir nach Hause den Drescher mal eben sauber pusten, abschmieren, dass er für die nächste Ernte dann wieder ready ist. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. So. Leuchtfeuer an. Dann geht's auf die Straße. Ja, die Jungs da oben, die werden wahrscheinlich noch die letzten Körner zu Ende mahlen müssen. Das Ganze wird dann gemahlen, also abfällt, gemahlen, an den Hof Möllering gefahren. Da ist gerade aktuell Joki auf dem Silo und verdichtet das Ganze. Und ja, während ich jetzt nach Hause fahre, würde ich danach nochmal eben mit der Kamera dann rüberfahren zum Hof und da die letzten Aufnahmen nochmal machen. Ja, ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Doch sehr lang, umfangreich und schöne Bilder. Also mir haben die Bilder auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Das also Körnermaisernte, das ist wirklich ein sehr schönes Erlebnis, was man hier hat mit vielen Mitspielern und einer großen Kette, die irgendwie zusammenarbeiten muss. Das ist herrlich. Gut, also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und macht's gut, bleibt gesund. Tschüssi.